Herzlich willkommen zu meinem Review zu dem Sun Hoodie von der Firma Arcturex. Ich werde das Review in mehrere Teile untergliedern, und zwar einmal in: Was ist ein Sun Hoodie überhaupt? Ja, das Konzept ist nach meinem Gefühl in Deutschland noch nicht so richtig bekannt. Dann mein persönlicher Zugang dazu. Dann werde ich etwas über den Sun Hoodie von speziell dieser Firma sagen. Das ist eigentlich, wenn ich ehrlich bin, der unwichtigste Teil des Ganzen. Dann noch eine Sache vorweg. Dieses Review ist meine eigene Meinung. Ich habe mir diesen Hoodie von meinem eigenen Geld gekauft. Ich kriege keinerlei Gegenleistungen oder sonst irgendwelche Vergünstigungen. Okay, fangen wir an. Was ist überhaupt ein Sun Hoodie? Also ein Sun Hoodie ist ein Langarm-Shirt, so könnte man es beschreiben. Hier in dem Fall auch mit einer Kapuze. Und die Idee ist, dass man damit einen Sonnenschutz hat. Das Gewebe hier hat einen Sonnenschutzfaktor 50 plus. Ja, das heißt, das ist also so das Höchste, was man bekommen kann. Es ist sehr lang. Ich nehme es jetzt mal hier über die Ärmel rüber. Ne, ihr seht also, das ist so Schlabberlook hier, dieser Sun Hoodie. Und das ist von der Logik her auch, sollte der auch diesen Schlabberlook haben, sodass er luftig ist. Dieses Material ist irgendein Kunstfasermaterial, fühlt sich relativ kühl auf der Haut an und ist unglaublich luftdurchlässig. Also eine ähnliche Luftdurchlässigkeit habe ich bis jetzt nur von solchen Mesh-T-Shirts erlebt. Die haben dann aber wieder keinen Sonnenschutz mehr. Na, also dieses Material, da geht der Wind richtig durch, und damit er das eben auch kann, muss es eben auch so ein bisschen schwabbelig am Körper hängen. Die Idee, weswegen ich dazu gekommen bin, ist folgende. Und zwar, wenn man im Sommer wandern geht, hat man ja die Wahl, viele der Trails verlaufen doch längere Strecken auch über sonnige, ungeschützte Passagen, über die offenen Felder. Ich könnte mich eincremen oder ich benutze so einen Sun Hoodie. Und die Motivation, eben keine Sonnencreme zu nutzen, die war treibend für mich, es mal mit einem Sun Hoodie zu versuchen. Und ich war positiv überrascht von so einem Kleidungsstück. Sonnencreme finde ich deswegen nicht ganz so toll. Bei einer Eintagestour, da creme ich mich auch meistens ein. Ja, wenn ich nach Hause komme, kann ich mich unter die Dusche stellen. Aber auf die Art und Weise, wie ich meine Langstreckentouren mache, also mit Übernachtungen im Wald, da ist das nichts, ne? Mit sich abends unter die Dusche stellen. Und für den Fall, dass ich einen Bach finden sollte, ja, fände ich es ökologisch jetzt nicht so prall, wenn man dann seine Sonnencreme, ja, in ein ökologisch wertvolles Gewässer reinwäscht. Na, ich wollte deswegen eine Variante haben, mit der man ohne einen Abdruck in der Natur zu hinterlassen sich durch sie hindurch bewegen kann. Und das erfüllt der Sun Hoodie sehr, sehr gut. Ihr seht, vielleicht wackelt hier auch so ein bisschen was. Ja, es ist zwar heute der Hitzerekordtag in Deutschland, ist tierisch heiß. Und ich schwitze auch. Aber das würde ich in jedem anderen Kleidungsstück eigentlich genauso tun. Ja, gleichzeitig streicht der Wind aber an meinem Körper so seitlich vorbei. Wenn ich zum Beispiel jetzt so ein Merino-T-Shirt, die ich ja ansonsten anziehe, trage, ja, die sind klatschnass nach einiger Zeit. Da geht der Wind nicht durch. Und klar, man kriegt dadurch natürlich die Kälte der, durch die Verdunstung auch. Ne? Aber die kriege ich hier viel eleganter. Hier ist das richtig angenehm, diesen Wind zu spüren. Dann habe ich bei meinen Nutzungen auf den Fernwanderstrecken gemerkt, zu meinem Erstaunen, obwohl es Kunstfaser ist, kann ich auch dieses Shirt mehrere Tage am Stück tragen, ja, ohne da großartig was zu waschen. Ich kenne das nämlich ansonsten von Kunstfaser bei mir, dass die am zweiten, spätestens am dritten Tag echt eine Zumutung wird. Ja, und zwar nicht nur für andere, falls man welchen begegnen sollte, sondern auch für einen selber. Und ich habe eine sehr hohe Schmerzgrenze, ja, bevor mir Gerüche wirklich auf den Zeiger gehen.
Kommen wir jetzt mal zu den Funktionen, die ein Sun-Hoodie dieser wie auch eventuelle Nachbauten haben sollten. Und zwar, ihr seht, ich habe hier eine sehr geräumige Kapuze. Ich komme mal ein bisschen näher ran. Und der Wind, wenn der von vorne kommt, streicht der hier am Gesicht vorbei und geht dann hinten am Nacken. Das liegt gar nicht eng auf. Auch nicht, wenn ich einen Rucksack anhabe. Ja, umstreicht das regelrecht. Ich vermute, das funktioniert nur, wenn man so kurz Haare hat wie ich. Ja, also falls man lange Haare haben sollte, hat man wahrscheinlich schon im Nacken diesen, ich hatte früher mal lange Haare, diesen wohlbekannten Wärmestau im Nacken. Die Kapuze ist, wenn ihr euch das mal von der Seite anschaut, ich würde jetzt nicht sagen, also das ist alles nur Stoff, ja. Die hat jetzt nicht einen Schirm oder sowas, aber sie hat trotzdem so eine leichte Schirmfunktion. Es reicht nicht aus, um das Gesicht vollständig zu schützen. Ja, als ich die auf dem Westweg angezogen habe, diese Jacke, war das schon so, dass nach 2 Tagen ich gemerkt habe, dass hier an der Nase und hier oben vorne auf den Wangenknochen dann doch so langsam sich eine Sonnenreizung ankündigte. Also im Gesicht muss man sich entweder eincremen. Oder ich laufe ja normalerweise mit einem Hut, ja, mit einer sehr breiten Krempe. Um das Gesicht zu schützen, würde es aber auch reichen, so eine Stirn, so eine Kappe zu haben. Ja, das müsste noch nicht mal eine sein. Es gibt ja solche Kappen, die haben gar nichts mehr obendrauf, ne, was noch zusätzlich wärmt, sondern nur so ein Band. Na, also das wäre auch eine Option, die man hiermit machen könnte. Zweites Merkmal von dem Sun Hoodie ist, ich brauche es eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja, er hat hier auf der Innenseite solche Fingerlaschen. Ja, also die Idee ist, damit das nicht nach oben rutscht, sondern hier unten gehalten wird, kann ich hier mit dem Daumen durchgehen und den Sun Hoodie so in Position halten. Kann man machen. Brauchen, ich weiß es nicht. Also ich brauche es nicht wirklich. Ich nutze den Sun Hoodie so. Ne? Also das ist dann die Idee, ne? Dass man auch noch ganz verdeckt bekommt, ihr es aber nicht, ne? Dass man auch diesen Bereich hier noch von der Sonne schützen kann. Ja? Auf den Handinnenseiten habe ich noch nie in meinem Leben einen Sonnenbrand bekommen. Habe ich auch noch nie von anderen von gehört. Die brauchen aus meiner Sicht nicht geschützt zu werden. Warum jetzt ein Sun Hoodie der Firma Arc'teryx? Das ist ja mal wieder typisch für mich, ne? Keine günstige Firma. Motivation dafür war folgendes. Ich hatte von einem anderen YouTuber, ich glaube sogar, das ist der amerikanische YouTuber, Kanalkollege, Namenskollege von mir, Darwin on the Trail. Der ist aber viel, viel größer als ich. Macht auch krassere Sachen. Der läuft nämlich auch immer, ne, mit so einem Kapuzen-Shirt rum. Und ich meine, der hätte das in einem seiner Videos mal erwähnt, so ein Sun-Hoodie. Und dann hatte ich angefangen, den Begriff zu googeln, was das überhaupt ist. Und habe dann mal so im Internet geguckt, was gibt es denn? Also Sun Hoodies hatte ich viele gefunden. Und jetzt kommt eine zeitliche wichtige Sache. Ich habe mir das Teil hier vor 2 Jahren gekauft. War ein Aktionspreis, aber immer noch 70 Euro. Ich glaube, aktuell kostet das normalerweise 100. Als Frauenshirt habe ich es aber heute auch noch für 70 Euro gesehen. Heute heißt Juli 2022. Und dann gab es auf Amazon, ja, jetzt werden einige wieder sagen, oh, Amazon, muss jeder selber wissen, aber um eine Übersicht über verschiedene Produkte zu kriegen, ist Amazon auf jeden Fall spitze, um da in Anführungsstrichen ein bisschen zu googeln. Da gab es jede Menge Nachbauten. So, und bei diesen Nachbauten damals, heute ist das anders, ich habe es nämlich vorhin nochmal ausprobiert, damals standen die Sonnenschutzfaktoren nicht bei diesen Kleidungsstücken dabei. Bei einem stand es bei, das war dann aber 15 und bei 15 dachte ich, oh, das kann unter Umständen knapp werden, ja, wenn man so einen ganzen Tag in der Sonne lang geht. Okay, wir gehen auch meistens irgendwie die Hälfte der Zeit durch den Wald, also wahrscheinlich wäre es auch gegangen. Stand heute kann ich sagen, ich habe vorhin reingeguckt, ich habe 3 Stück gefunden, ja, die auch eine Sonnenschutzfaktor 50 Einstufung haben. Ob man die dann glaubt oder nicht, ne, ich kann darüber nichts sagen, ich referiere das jetzt hier einfach nur. Ne. Sie kosten allerdings echt nur ein Drittel
Ne? Also es ist vielleicht echt eine Überlegung wert. Deswegen sagte ich am Anfang auch einmal, mir geht es gar nicht jetzt darum, hier Werbung für diesen einen, für Arc'teryx zu machen, ne? Sondern mir geht es, euch eine Idee zu zeigen, einen Sonnenschutz über einen Sun-Hoodie zu machen. Was sind nämlich so die Effekte, die ich bis jetzt festgestellt habe? Ihr kennt wahrscheinlich, hoffe ich jedenfalls, dass wenn man den ganzen Tag in der Sonne geht und geht dann in den Schatten, dann glüht man so richtig. Ja? Und das ist hiermit gar nicht. Ja, ihr geht in den Schatten, es ist sofort kühl. In der Sonne ist es nicht heißer, als es sowieso in der Sonne ist, ja? Auch mit nackten Armen. Ich finde, man hat an der Bauchpartie, spürt man den Wind stärker, als ich das bei einem Merino-Shirt spüre. Und man glüht abends nicht so nach, ja, weil man auch keine Sonnencreme benutzt hat. Ich kenne das leider so, wenn man diese chemische Sonnencreme nimmt, ne, da sind, wissen viele gar nicht, ne, da sind Nanopartikel drin, die sind nachher auch im Blut nachweisbar. Aber unter denen hat man so ein Klebegefühl. Ich weiß, es gibt Sonnencremes, die sagen, ne, man hat kein Klebegefühl damit. Ich habe jetzt auch nicht alle zigtausend Sonnencremes durchprobiert, aber die meisten Sonnencremes, die ich probiert habe, die haben dieses benannte Problem, dass man sich danach wie so eine Wurst in Öl fühlt. Dann gibt es natürlich noch diese Art von Sonnencreme, die über Pigmente funktioniert. Ja, das ist dann die, wo die Leute im Freibad, wenn man also so nass wird, auf einmal so weißlich anfängt zu schillern. Ja? Das sind so die beiden mir bekannten. Ich habe bis jetzt meistens diese Pigment-Sonnencremes genutzt, weil ich die für ökologischer halte. Ja, aber das hier ist, finde ich, eine viel intelligentere Alternative. Es ist angenehmer im Tragekomfort. Ihr habt nicht dieses ätzende Nachglühen. Ja, das ist echt ein Problem, wenn man den ganzen Tag gewandert ist. Und ihr spart euch das Gewicht der Sonnencreme. Ja, und das alles mit so einem Sun-Hoodie. Vielleicht hat euch mein Review zum Nachdenken gebracht. Würde mich freuen, wenn ihr auch mal eure Meinung in die Kommis dazu schreibt. Bis zum nächsten Mal, euer Felix.